Hygienische Maßnahmen. Margarete Schütili-Hotzki weist in ihren theoretischen Schriften immer wieder darauf hin, dass medizinische und pädagogische Aspekte einen großen Einfluss auf ihre Entwürfe hatten. Das seuchenartige Auftreten von Kinderkrankheiten wie Diphtherie und Scharlach war in den ersten Hälften des 20. Jahrhunderts keine Seltenheit. Um den Ausbruch von Seuchen in Kindertagesheimen zu verhindern, mussten strenge hygienische Maßnahmen eingehalten werden. Dieser medizinische Hintergrund hatte auch maßgeblichen Einfluss auf den Grundriss der von Margarete Schütili-Hotzki geplanten Kindergärten. Eine wesentliche Maßnahme war die klare Trennung der Kindergartengruppen. Dies wird auch sehr deutlich sichtbar bei dem Entwurf dieses Kindergartens. Jede Gruppe hat eine eigene Garderobe, einen Gruppenraum und einen Freibereich mit Sandkisten und anderen Spielzeugen. Um dem Ausbreiten von Krankheiten vorzubeugen, wurden alle Kinder beim Eintreffen einer kurzen Untersuchung unterzogen. Wurden verdächtige Symptome entdeckt, kam das Kind in das Arztzimmer, wo es dann von den Eltern abgeholt wurde. Das Arztzimmer verfügt über einen eigenen Zugang von außen, sodass das kranke Kind direkt, ohne weiteren Kontakt zu anderen Kindern, nach draußen gelangen konnte. Des Weiteren hielt man damals den Aufenthalt im Freien für ein sehr wirksames Mittel gegen Tuberkulose, sodass der Mittagsschlaf so oft wie möglich im Freien unter der Pergola stattfand. Selbst in kälteren Regionen verbrachten sie ihren Mittagsschlaf im Freien, warm in einem Pelz eingepackt. Eine weitere hygienische Maßnahme, die sich baulich niederschlug, war die Möglichkeit der Querlüftung. Sowohl der Eingangsbereich wie auch die jeweiligen Gruppenräume verfügten über gegenüberliegende Öffnungen zum Außenraum, um eine ausreichende Zufuhr von Frischluft zu gewährleisten.